Hier übernachtete ich im Auto. Nach einer Fahrt von Wien über Semmering, Klagenfurt, Villach und vom Nevea-Sattel hierher zur Picholalm. Erster Blick auf den Montage, mein Bergziel. Am nächsten Morgen, früher Aufstieg, bei Sternenhimmel und Taschenlampe. Und das sind die berühmten julischen Steinböcke. Jetzt befinde ich mich schon am Findeneckerband. Die riesige Felsschlucht des Rio Montasio bis hin zum Dognatal. Rückblick vom Findeneckerband zu den Montagealmen. Und der riesige Steinbock, den ich hier in der Nähe voriges Jahr auch schon begegnet bin. Dugner im Kanaltal, auch schon 2000 Meter tiefer. Und das Biwak Adriano Suringa. Ein überaus ausgesetztes Blechgehäuse auf 2400 Meter. Es war schon länger niemand hier. Und bis hierher kam ich voriges Jahr, als ich die Via Amalia von der Seiserer Alm herauf bin. Hier habe ich umgedreht, ohne das Biwak zu sehen. Und weiter geht es die steile Findeneckerschlucht hinauf.
Hier begegnete ich sogar zwei Alpenschneehühnern. Der erste Blick vom Grat nach Norden zur ehemaligen Kriegsstraße der Italiener auf die Somdogner Alm und die Seiserer Alm über 1700 Meter tiefer und der Montagegipfel. Die Gedächtnisglocke am Montage. Jetzt bin ich am Montage oben. Ganz allein. Ein ganz schöner Tag. Wunderbar ist es hier. Endlich am Montage. Ich freue mich riesig. Rundherum schaue ich über die Berge drüber. Der Großglockner bis zum Wiesbachhorn. Der Großvenediger, der Ankogel und die Hochalmspitze. Der Dobratsch mit Dörrl-Maglern, die alte Kriegsstraße und die Somdogner Alm. In 1,5 Monaten werde ich hier im Auto übernachten und auf der Mittagskofel Monte Pipa und ein Tour Pizza zu gehen. Der Wallfahrtsort Luschari. Die Seiserer und der Wischberg mit 2660 Metern. Vor einer Woche stand ich auf diesen beiden Hauptgipfeln. Der Triglav, der höchste von den ganzen Julischen Alpen. Und die Montagealmen. Der Canin und die Skiabfahrten zum Nevea-Sattel. Der Parkplatz, 1250 Meter tiefer, auf der Bekollalm. Und Blick über den Kaninkamm auf die Tiefebene vom Friaul mit dem Tagliamento. Und der Alpenrand. Abstieg über den Normalweg auf dem Montage. Im Hintergrund der Buins, Katrainspitze und Wischberg. Das ist eine der Stellungen vom Ersten Weltkrieg der Italiener und der Kohlenbunker auf dem Montage
Es wurde ja auch im Winter hier gekämpft. Rückblick auf den Montage und das Biwak Stuberich auf 1587 Meter und der Aufstiegsweg der Via Amalia, den ich vor einem Jahr von der Nordseite auf den Montage gegangen bin. Extrem steile, 1700 Meter tiefe Abstürze auf die Seisera. Und der Bunz und daneben der Wischberg. Und das ist die berühmte Scala Pipan, eine 60 Meter lange, schwankende Seilleiter über die Südwand. Sie wurde schon im Ersten Weltkrieg gebaut, aber 1965 völlig erneuert. Und jetzt bin ich schon unten am Einstieg der Südwand. Ich gehe jetzt auf halber Höhe weiter auf den schon vom Erschließer der Julischen Alpen, Julius Kugi, schon so bewunderten Julischen Felsbändern. Ein ehemaliger Kriegssteig vom Montage Modeon zur Charte del Pallone, der neu gesichert wurde. Thank you.
steiler Abstieg zur Scharte del Pallone. Von der Scharte hinunter Richtung Norden und zum Wischberg. Ein wilder ohne Steig, Abstiegsweg zu den Montagsalmen und Rückblick. Die Montagsalmen, die Pratzer Hütte und der Montag in den Wolken. In der Pratzer Hütte habe ich noch Spaghetti und Radler genossen. Und so bin ich nach 10,5 Stunden wieder beim Auto. Heimfahrt wieder über den Nevea-Sattel, Villach, Klagenfurt und Semmering nach Wiener Neudorf. Und so war ich um 22 Uhr daheim.